Herzlich willkommen zurück. Ja, es ist an der Zeit, dass wir uns wieder mal ein bisschen um die Geschichte kümmern, nachdem wir wieder sinnlos in der Welt herumgetingelt sind. Und deshalb geht's jetzt zurück in Sins Inneres. Ich muss mich jetzt natürlich noch mal kurz durch das Meer der Tränen schlagen, aber das ist jetzt keine große Geschichte. Die Karte ist ja inzwischen aufgedeckt und ich werde auch wieder die Zufallsbegegnungen ausschalten, die das Ganze natürlich erheblich leichter machen. Leidiges Thema, hatten wir schon oft erwähnt. Jawohl. Also es schaut so geil aus. Schmetterlinchen hat ja zum Beispiel bei mir kommentiert, glaube ich. Nee, Feloschka war das. Schmetterlinchen auch kommentiert, okay. Aber Feloschka hat wieder kommentiert, dass der Kampf gegen Sin richtig toll ausgesehen hat. Und dem kann ich mich nur anschließen. Das ist einfach wirklich was fürs Auge. Und ja, dann tut es mir natürlich auch umso mehr leid, wenn er bei mir immer so kurz ist aktuell. Aber das ist ja auch schließlich hart erarbeitet gewesen. Ich habe da also schon sehr viel Zeit investiert, um meine Charaktere auf dieses Niveau zu bringen. Natürlich habe ich mir selber ein bisschen geholfen, indem ich jetzt zum Beispiel sowas wie Zufallsbegegnungen deaktiviert habe, wenn es mir nützlich war und ähnliches. Also, das hat allerdings einfach nur Zeit gespart. Ja, letztendlich habe ich trotzdem alles getan, was man tun musste und ach, da oben sind noch Truhen, die ich noch nicht gesammelt habe. Was mich jetzt etwas irritiert, weil ich dachte eigentlich, ich hätte hier alles eingesammelt. Hatte ich aber anscheinend doch nicht. Ja, wahrscheinlich. Ja klar, ich bin ja hier nur rumgelaufen und habe Zufallsbegegnungen absolviert. Und habe mich nicht weiter um alles andere gekümmert. Weil ich gedacht habe, ich spiele das ja dann mit euch nochmal. Dann werde ich doch mal eben gucken, ob ich hier nicht noch ein bisschen was abstauben kann. Wer weiß, vielleicht ist ja noch was Interessantes dabei. Eine Zauberlanze. Ah, wie komme ich jetzt zu dieser Truhe dort? Ich meine, die Waffen können wir uns natürlich theoretisch sparen. Denn, ich werde jetzt nicht nochmal meine Waffen wechseln, nachdem ich die Solaris-Waffen habe. Aber wer weiß. Ein Level 3 Sphero-Pass. Okay. Haben wir das auch? So. Hier können wir jetzt dann einfach durchmarschieren. Ich sollte schon auch die richtige Abzweigung nehmen. Das macht durchaus Sinn. Den Ultima Seymour haben wir ja schon. Oder Seymour haben wir ja schon besiegt. So. Und jetzt kommt wieder so ein bisschen Neuland für mich. Nicht ganz neu. Wie gesagt, ich kenne das Spiel natürlich, weil ich es schon zwei, dreimal durchgespielt habe. Aber jetzt in diesem hinteren Bereich kenne ich mich jetzt eigentlich nicht mehr sehr gut aus. Beziehungsweise so gut wie gar nicht. Das liegt daran, Final Fantasy Spiele haben bei mir immer die Angewohnheit, dass ich sie schon zwei, dreimal durchspiele, aber sehr viel häufiger nicht bis zum Ende spiele, sondern bis zu dem Bereich, wo man die Sidequests machen kann und so und sich dann schön für den Endgegner vorbereiten kann und dann verlässt mich irgendwann meistens die Motivation. So, ich nehme mal an, hier muss ich draufdrücken. Monster, die befreit wurden, lösen das Siegel Yevons. Okay. Da geht es wahrscheinlich darum, dass man bestimmte Arten von Monstern oft besiegt hat. Und nachdem ich ja mittlerweile alle 10 Mal eingesammelt habe, sollte sowas hier kein Problem sein. Ich weiß nicht, ist das jetzt eine Abkürzung oder ist das der reguläre Weg? Ich werde jetzt da auch nicht mehr groß nachschauen. Ach nee, ich bekomme hier noch was. Okay, Geschenke. Ein Level 4 Sphero-Pass. Ja, ich meine, der ist schon relativ wichtig, wenn man hochleveln will für Sphero-Brett. Da sind die Level 4 Pässe sehr rar und sehr begehrt. Aber diese Passage habe ich schon hinter mir. Okay, ich gehe jetzt hier einfach mal weiter. Solange ich kann. Dadurch, dass die Zufallsbegegnungen aus sind, geht es hier jetzt gerade relativ zügig voran. Ich folge mal hier den Pfeilen auf der Karte. Au, au, au. Au. Geht's hier weiter? Ui.
Okay, da ist eine Truhe. Auf die Truhe habe ich es jetzt nicht so abgesehen, aber anscheinend komme ich hier jetzt nicht durch. Muss ich mich vielleicht hier draufstellen? Nee, kann ich nicht. Die schnellen sofort hoch, sobald ich mich diesen Säulen nähere. Also muss ich vielleicht einen anderen Weg finden. Oder irgendein etwas aktivierenden Mechanismus oder so. Nein, ich muss wohl das Rätsel lösen. Ah, hier geht's weiter, okay. Ja, also wenn ich jetzt diese Truhe nicht bekomme, finde ich das jetzt echt nicht schlimm, weil ich ja eigentlich alles habe, was ich brauche. Okay, ein Speicherpunkt. Wir gucken gleich nochmal kurz, wie diese Region hier heißt. Das bekomme ich ja gleich im Menü angezeigt. Turm der Toten, okay. Ich könnte jetzt hier noch lang. Ich hätte aber auch abbiegen können. Ich gehe jetzt mal hier. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, welches der richtige Weg ist. Hinunter. Ich glaube, hier komme ich jetzt zu der Truhe. Kann das sein? Ja, gut, wenn wir schon mal da sind. Ja, hallo. Da ist sie. Königinnenwache. Ich glaube, Königinnenwache dürfte eine Rüstung sein für Lulu oder so. Und hier kann ich offenbar nicht hoch. Okay, kann ich dann da wieder hochklettern? Ja gut, schön, dass ich das dann zumindest noch gefunden habe. Ich war nämlich jetzt schon so ein kleines bisschen neugierig, was da drin ist. Okay, dann geht's jetzt hier weiter. Ihr erinnert euch ja noch, was es hier für Monster gibt mit Königsbehemoth und Meister Tombury und so. Ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, wie lange es noch genau dauert, bis zum wirklichen Finale, bis zum endgültigen Gegner. Kann sein, dass es jetzt gleich kommt, kann auch sein, dass es noch zwei Parts dauert. Ich habe keine Ahnung. Ist das ein Rätsel? Kann ich das berühren? Ja, kann ich. Okay. Ui. Oh, da steht eine 0. Unten links. Ein Counter. Au. Okay. 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 Also wenn ich von den Eiszapfen berührt werde, dann bekomme ich einen Gegner ab. Was uns jetzt momentan nicht so stört. Ja. Ich weiß trotzdem nicht genau, was ich tun muss. Wo muss ich denn überhaupt hin? Ich kann mich schon daran erinnern an so eine Stelle. Und ich weiß, ich muss hier, glaube ich, irgendwas machen. Aber ich habe gerade keine Ahnung, was. Hier komme ich nirgends weiter. Hier ist quasi eine unsichtbare Wand. Hier kann ich nicht durch. Kann ich hier lang? Nee. Ich laufe jetzt hier immer am Rand entlang, aber ich komme hier nicht durch. Also muss ich irgendwas mit diesen Eiszapfen anstellen. Aber ich weiß nicht was. Entschuldigung. Was? Stoff der Albträume, okay. Hier vielleicht weiter? Nee. Muss ich. Ah, Moment. Was? Immobilia gefunden oder so? Habe ich jetzt gelesen. Ah, ich muss also Gegenstände finden. Hier. Abwehrmauer erhalten. Ach, kann ich da vielleicht meine Abilities steigern oder so?
jeden Fall muss ich hier irgendwie immer in Bewegung bleiben. Magierstab. Okay, das waren drei Gegenstände. Ist jetzt der Counter wieder auf Null gesetzt, wenn ich einen Kampf hatte? Weiß ich jetzt nicht. Nein, ist er nicht. Okay. Ich werde einfach nur weiter rumlaufen, bis ich wahrscheinlich ein Tech-Spheroid, bis ich alle gefunden habe. Nehme ich jetzt mal an. Ritterlanze. Ach. Ja, da war ich jetzt blind, okay. Ihr werdet vielleicht auch denken, oh, ist das nicht ziemlich langweilig, wenn man dann nur einmal draufhaut und Gegner ist platt und sogar die einfacheren schwarzen Bestia sind keine Herausforderung. Ja, es stimmt schon. Also, es nimmt bedingt etwas den Spielspaß. Das hat man ja beim Kampf gegen Sin auch sehr deutlich gesehen. Andererseits hatte ich ja den Spielspaß vorher durchs Hochleveln. Ich hätte das ja auch nicht so extrem machen müssen. Und das ist jetzt einfach die Belohnung dafür, dass ich jetzt hier sehr entspannt in diese Endphase gehen kann und mir da keine Sorgen mehr machen muss. Es kann natürlich trotzdem sein, dass wir sterben. Wenn alle Charaktere erwischt werden, dann hilft mir auch der Autophönix nicht mehr. Deshalb, und so ultimativ sind meine HP jetzt ja auch wieder nicht. Das sind alles Waffen und Rüstungsgegenstände. Die Frage ist jetzt wirklich, wie lange mache ich das Spiel? Wie lange kann ich einsammeln und was passiert, wenn ich alles habe? Lord Zwiebel. Finde ich immer absolut herrlich. Sphäroid. Oh, da weiß ich jetzt gar nicht, wofür der ist. Ui, ich wollte gerade sagen, der Cursor geht gar nicht weiter, aber da passiert was. Das ist Jacked. Das deutet mir doch jetzt sehr darauf hin, dass wir doch ziemlich am Ziel unserer Reise sind. Ja, Jacked. Tidus Vater und Sin. Jetzt bin ich mal gespannt. You got tall, but you're all bones. You eating right, boy? You've really grown. Yeah, but you're still bigger. Well, I am Sin, you know. That's not funny. End this. Dad? Yeah.
I hate you. I know. You know what you have to do. Yeah. I can't hear the hymn so well anymore. Pretty soon I'm gonna be Sin completely. I'm glad you're here now. One thing, though. When it starts, I won't be myself anymore. I won't be able to hold myself back. I'm sorry. That's enough! Let's finish this, okay? You're right. Well then, let's go. Ja, das sieht doch sehr final aus. Also wir haben ja gehört, nur kurz zur Erklärung, dass wir alle Bestias vernichten müssen, damit Sin endgültig vernichtet ist und Yu Yavin keinen neuen Sin beschwören kann. Und diese Bestia hier, Jacked, ist Braskas Bestia. Und mit der geht's jetzt sofort weiter. Ein kleiner Moment, ich schalte euch sofort wieder dazu. Ich muss nämlich ganz kurz an mein Handy gehen. Es tut mir furchtbar leid. Ich werde nichts verändern. Genau hier geht's gleich weiter. Ja, da bin ich wieder. Ihr glaubt es jetzt nicht. Alex schreibt mir gerade, ich muss das jetzt leider sagen. Alex schreibt mir gerade über WhatsApp, er braucht meine Hilfe. Aber ich dachte, okay, dann unterbreche ich kurz die Aufnahme. Ich unterbreche sie, schaue aufs Handy, dann schickt er mir einen Auszug aus dem Kreuzworträtsel, bei dem er festgesteckt war. Hallo? Das ist nicht wahr, oder? Egal. Zurück zum Thema. Wir dürfen jetzt Braskas Bestia besiegen, Jacked. Und ich weiß jetzt gerade nicht, wie aufwendig das wird. Wir haben hier Yu-Pagode, Braskas Bestia und nochmal Yu-Pagode. Ich weiß jetzt nicht, was Yu-Pagode bewirkt. Ich hau jetzt mal auf Sin drauf. Ne? Oh, ich sehe gerade, wir haben Auron im Gepäck. Ja, auch gut, dann nehmen wir Auron. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt wechseln darf. Oh, da macht jetzt bestimmt ordentlich Bums. Ich hätte vielleicht erstmal Hast auf uns zaubern sollen. Ne? Oder den Rapidschlag verwenden. Oder war es das schon? Nein, oder? Oh, geil. Okay, jetzt darf ich aber eigentlich kein Risiko hier eingehen. Ich könnte hier jetzt eine Bestia beschwören. Ich kann wechseln.
mache ich jetzt aber nicht. Nein, ich entscheide mich jetzt erstmal für Hast. Wir sehen hier in der Ablaufleiste, dass wir ohnehin jetzt die ganze Zeit dran sind. Also ich glaube, Extras ansprechen. Ansprechen ist gut, das möchte ich mal eben. Steigert normalerweise unsere Werte. Okay. Dann wechsle ich jetzt mal zum Rapidschlag. Oh ja, der ist gut. Und es war... Ups, war es schon. Ups. Nee, oder? Gonna cry. You always cry. See? You're crying. I hate you, Dad. Save it for later. We've got a job to do, don't we? Good. That's right. You are my son, after all. You know, for the first time I'm glad to have you as my father. Sir Jack, I should... No! Yuna! There's no time! You stay away! Yuna, you know what to do. The Aeons! We Aeons! Call them! Call us! Yes. Here it comes! Okay, wir dürfen uns jetzt raussuchen, mit welcher Bestia wir anfangen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich alle beschwören müssen. Deshalb
Ich fange jetzt mal mit Valfaris an. Ich weiß es jetzt wirklich nicht. Normalerweise müssen wir wahrscheinlich... Oder müssen wir gegen jede einzelne Bestia kämpfen? Ich weiß es jetzt gerade überhaupt nicht mehr. Es ist auf jeden Fall jetzt die absolute Schlussphase. Ja. Yu Yevon ergreift die Kontrolle. Wir müssen jede Bestia beschwören. Yu Yevon versucht dann daraus einen neuen Sinn zu machen. Und wir müssen das verhindern, indem wir die Bestia bekämpfen. Sieht ein bisschen aus wie eine schwarze Bestia, ist es aber wohl nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob da ein Schlag jeweils reicht. Ja, in dem Fall ja. Dann ist es auch gut, dass wir mit Valfaris angefangen haben. Dann können wir sie alle schön der Reihe nach abklappern und uns auf diese Art nochmal von den Bestia verabschieden. Ifrit, der Feuerdämon. Und ich denke, es ist auch nur fair, wenn wir jeden Charakter nochmal zum Zuge kommen lassen. Gerade eben hat Oren draufgehauen. Den möchte ich mir am Schluss gerne auch nochmal herholen. Ja, das sieht jetzt... Ja, doch schon ziemlich ähnlich aus wie der schwarze Ifrit. Nicht ganz, aber... Ja, doch schon sehr ähnlich, finde ich. So, wir wechseln jetzt mal auf Kimari. Den hatten wir schon länger nicht mehr. Und ihr seht, alle haben einen Heiligenschein über sich. Diesen Kampf kann man nicht verlieren. Dieser Kampf ist so generiert, dass man automatisch über den Schutzengelstatus verfügt und deshalb kann man gar nicht sterben. Und Kimari macht auch seinen vollen Schaden. Ich bin mir jetzt wirklich nicht sicher, ob die jetzt wirklich aussehen wie schwarze Bestia. Das kann durchaus sein. Das hätte den Vorteil, dass ihr jede nochmal kurz zu sehen bekommt. Ich habe die jetzt auch nicht mehr so einzeln im Blick, muss ich sagen. Ixion weiß ich natürlich noch ganz gut. Den hatten wir ja jetzt erst vor kurzem in der Donnersteppe. Ja, Ixion schaut von Haus aus schon so ein bisschen aus wie eine schwarze Bestia. Können wir eigentlich diese Pagoden an der Seite jetzt immer noch angreifen? Möchte ich gleich mal kurz probieren. Dann nehmen wir jetzt mal Riku. Kann ich. Die Frage ist, bringt mir das was? Ich probiere das mal aus. Die linke Pagode steht still. Okay. Dann greifen wir nochmal die rechte an. Ich möchte echt nur wissen, ob dann was passiert. Aber wahrscheinlich, ja, im Kampf würden sie uns vielleicht noch Schaden zufügen, aber wir hauen ja immer nur einmal drauf und damit ist dann der Gegner besiegt. Deshalb wirkt sich das jetzt in unserem Fall wahrscheinlich nicht so wirklich aus. Ich weiß auch nicht, wie viel HP diese ganzen Bestia wirklich haben. Es kann durchaus sein, dass Yojimbo, Anima und das Magus-Trio dann mehr HP haben. Das wird sich dann zeigen. Vielleicht auch schon Bahamut. Jetzt schauen wir auch mal, dass wir das ein bisschen zügiger angehen hier. Die Animationen dauern halt immer so ein bisschen. Aber... Es ist einfach auch wirklich schön gemacht, deshalb schaut man da auch gerne hin. Shiva mag ich zum Beispiel auch sehr gerne. Gefällt mir teilweise sogar besser als Bahamut, muss ich sagen. Ich könnte jetzt natürlich nochmal irgendwelche Ekstasen
verwenden, aber das möchte ich nicht. Wir wollen ja fertig werden. Kann Yuna jetzt eigentlich... Yuna kann tatsächlich noch die Anima verwenden, die sie noch hat. Okay. Nein, aber wie gesagt, wir wollen ja auch mal wieder fertig werden hier. Und deshalb hauen wir jetzt einfach so drauf. Oh, das war schon mal daneben. Oh. Au. Dann halt so. Das war jetzt ein automatischer Konter. Das liegt an der Rüstung bzw. an der Solaris-Waffe von Tidus. Bahamut. Ja, alle fahren ja immer so auf Bahamut ab. Der große Drache und so weiter hat als Element Flair, glaube ich. Bahamut war nie so 100% mein Fall, muss ich sagen. Da haben sie einfach den Drachen doch ein bisschen übertrieben. Also das ist dann für mich einfach ein bisschen zu viel des Guten gewesen. Und ich mag es lieber ein bisschen bodenständiger. Im Laufe der ganzen Final Fantasy Teile, da gab es schon tolle Bestia, beziehungsweise die auch andere Namen hatten. Dann hießen sie mal Guardian Forces und Aufrufsubstanzen und alles Mögliche. Also ständig haben sie irgendwelche anderen Bezeichnungen. Und da gab es schon ein, also manche kehren immer wieder. Shiva ist eigentlich immer dabei, Ifrit ist auch immer dabei, genauso wie Bahamut. Ich habe gerade echt ein Problem, hier richtig zuzuschlagen, verdammt. Ja. Sehr häufig kommt noch Diabolo vor. Der ist jetzt hier nicht dabei. Diabolo ist für die Schwerkraft zuständig gewesen. Das war ein richtig geiler Drache. Der war richtig cool gemacht. Schwarz-rot. Anima kenne ich jetzt zum Beispiel nur aus diesem Final Fantasy Teil. Ist, glaube ich, echt meine All-Time-Favorite-Bestia. Und sollen wir schon? Oder ich räume erst Yojimbo aus dem Weg. Tut mir leid, ich traue mich noch nicht an Anima ran. Beziehungsweise ich will Anima noch nicht loswerden. Magus Trio ist eigentlich auch eine sehr geile Bestia. Gefällt mir auch sehr gut. Auch jetzt hier in Final Fantasy X. Für mich das erste Mal aus den Final Fantasy Teilen, die ich kenne. In Final Fantasy IX gab es zum Beispiel noch Leviathan. Den mochte ich sehr. Dann die Brüder in Final Fantasy VIII, die waren auch klasse. Und natürlich eine der besten Beschwörungen überhaupt aller Zeiten. Knights of the Round, die Ritter der Tafelrunde aus Final Fantasy VII, absolut geil. Es gibt auch regelmäßig den Chocoblob als Bestia oder den Chocobo. Ja, Yojimbo war ein kurzes Gastspiel, vielen Dank dafür. Er hat mir gute Dienste geleistet als schwarze Bestia, hat mir zu einigen Rüstungsteilen mit Schleife verholfen. Jetzt muss ich gerade mal einen Schluck trinken. Ich mag auch das Magus-Trio sehr gerne. Das ist jetzt die Frage. Das Magus-Trio ist schon schwer. Allerdings, weil sie so unberechenbar sind und... Ich mache erst das Magus-Trio. Tut mir leid. Ich möchte mir Anima wirklich bis zum Schluss aufheben. Am Anfang habe ich ja immer gesagt, wow, Magus-Trio ist nicht so mein Ding. Aber im Laufe dieses Let's Plays habe ich es... Oder auch im Laufe dieses Offscreen-Levels habe ich es wirklich zu schätzen gelernt. Und stehe da jetzt ziemlich drauf. Ist auch mal was anderes. Von der Optik her... Auch vom Prinzip her, dass man es eben nicht genau steuern kann, finde ich sehr, sehr geil. Jetzt hoffe ich mal, dass wir uns nicht zu schwer zu schaffen machen, aber wir sind ja im Schutzengelstatus, kann ja eigentlich sowieso nichts passieren. Dann nehmen wir nochmal Riku, weil die insgesamt ein bisschen sehr kurz gekommen ist, würde ich sagen. Überhaupt bin ich der Meinung, das Magus-Trio sollte von drei Frauen besiegt werden. Das hat ja schon mal gut geklappt.
Ja, die Kleine, Rook ist es, glaube ich, oder Ruck, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, die ist sehr, sehr wendig, da ist es sehr schwer, Schaden anzurichten. Deshalb nehmen wir erstmal sie hier, Riku. Riku darf sich jetzt nochmal an ihr versuchen. Jawohl. Und jetzt nehmen wir noch Yuna, damit unsere drei Mädels die drei Magus-Schwestern besiegen können. Und ich hoffe, das klappt jetzt. Nein, das klappt nicht, verdammt. Okay, dann hilft alles nichts. Wenn physische Angriffe nicht fruchten, dann werde ich zum Ultima-Zauber greifen mit Lulu und Lord Zwiebel. Schön, die beiden Pagoden stehen still, aber das Mädel ist immer noch da. Ich nehme jetzt den Rapidschlag. Mit dem muss es ja wohl klappen jetzt. Hallo? Na also. Ja, und dann bleibt noch Anima. Und ihr könnt euch vielleicht schon denken, welcher Charakter jetzt bei mir nochmal zum Zuge kommt, um Anima zu beseitigen. Es wäre fair, wenn es der Hauptcharakter wäre, aber er wird es nicht sein. Das schaut einfach nur geil aus. Anima ist so cool. Ja. Auron darf den letzten Schlag ausführen. Ob es wirklich der letzte ist, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Everyone, this is the last time we fight together. Okay? Huh? What I'm trying to say is, after we beat you, Yevon, I'll disappear. What are you talking about? Saying goodbye. Not now. I know it's selfish, but this is my story. Ja, und hier haben wir Yu Yevon. Und Yu Yevon ist ja die Kraft, die Sin letztendlich jedes Mal neu hervorruft. Ich weiß jetzt leider, ich habe keine Werte zu Yu Yevon. Ich weiß nicht, wie schwierig das jetzt wird, aber ich denke, das sollte Tidus als Hauptprotagonist jetzt alleine in Angriff nehmen. Einmal hat schon mal nicht gereicht.
Und die Ujavin heilt sich. Allerdings nicht sonderlich hoch. Sollen wir vielleicht nochmal Waka holen? Wahrscheinlich ist dann Schluss, aber... Ja. Don't stop. But I... It's all right.
It's been long enough. This is your world now. I have to go. I'm sorry I couldn't show you Xanarkand. Goodbye. Oh. Hey! We're gonna see you again! Huh?
last time. Everyone has lost something precious. Everyone here has lost homes, dreams, and friends. Everybody? Now, Sin is finally dead. Now, Spira is ours again. Working together. Now we can make new homes for ourselves and new dreams. Although I know the journey will be hard, we have lots of time. Together, we will rebuild Spira. The road is ahead of us, so let's start out today. Never forget them. Ja, und damit ist Final Fantasy X Geschichte zumindest abgeschlossen in diesem Let's Play. Es war eine sehr, sehr lange Endsequenz, aber ich glaube, dass es diesem Spiel ja nur gerecht wird, wenn man das alles wirklich komplett lässt. Ich werde deshalb auch einen sehr langen letzten Part hochladen und den nicht in der Mitte nochmal schneiden oder so, weil diese Kämpfe am Schluss, das Besiegen der Bestia, das Besiegen von Yu Yevon und alles, was danach passiert ist, sollte man einfach nicht auseinanderreißen, ist meine Meinung. Ein grandioses Spiel, von dem ich euch leider vorrangig nur die Story näher bringen konnte und nicht das, was das Gameplay an Spaß wirklich noch beinhaltet, weil halt vieles mit Offscreen-Leveln und so weiter verbunden ist. Es ist oft genug gesagt worden, deshalb gehe ich da nicht weiter drauf ein. Von der Geschichte her ist sie, finde ich, eines Final Fantasy-Teils absolut würdig. Wir haben die guten und die bösen Mächte, wir haben die Beschwörungen, wir haben die Gruppe mit den verschiedenen Charakteren und verschiedenen Rassen. Es ist alles angesprochen worden, was in Final Fantasy-Teilen immer wieder zum Tragen kommt, mit Freundschaft und Treue und was eben alles dazugehört. Es ist optisch natürlich ein wunderschöner Teil, nicht mehr zu vergleichen mit den alten Final Fantasy-Teilen, gar keine Frage. Dennoch hat er natürlich auch seine Ecken und Kanten, zum Beispiel, dass der Weltkartenmodus fehlt, in dem man sich wirklich frei auf der Welt bewegen kann. Ich konnte dann zwar das Flugschiff an verschiedene Orte steuern, aber dieses freie Erkunden, das hat leider komplett gefehlt und es macht doch sehr viel von Final Fantasy aus. Die Sidequests sind überschaubar und teilweise sehr schwer, so wie die Schmetterlingsjagd und das Chocobo-Rennen, auch die Monsterfarm. Das ist schon, ja, kann man schon schaffen, wenn man sehr viel Zeit hat. Es ist natürlich eine Herausforderung dadurch für alle Final Fantasy-Liebhaber, die immer sehr schnell irgendwie alles geschafft haben.
da ist man jetzt wirklich mal gefordert, aber es ist halt sehr, sehr langwierig und schwer und langwierig ist für mich nicht dasselbe. Es darf schwer sein, es darf anspruchsvoll sein, aber wenn man dann natürlich hunderte von Stunden leveln und pushen muss, damit man das Sphärobrett ultimativ ausreizt, um dann letztendlich auch die ultimativen Bosse zu schaffen, boah, ja, ein bisschen weniger wäre auch fair gewesen, finde ich. Aber okay, ich möchte da jetzt auch nicht zu viel kritisieren, denn es ist ein sehr gelungener Teil. Er ist linearer als die anderen Final Fantasy Teile, wo man immer so ein bisschen die Wahl hatte, was probiert man als nächstes aus. Und ja, nicht ganz so flexibel, nicht ganz so frei. Allerdings finde ich die Idee mit dem Sphärobrett, dieses Level-System, sehr, sehr geil. Das hat mir sehr gut gefallen. Und auch die Charaktere waren toll herausgearbeitet. Auron war natürlich der Hammer, finde ich jetzt. War mein Lieblingscharakter. Ist er auch bei den meisten, glaube ich. Ich mochte auch Kimari sehr gern. Später mochte ich auch Riku sehr gern, obwohl sie mir am Anfang auf den Geist gegangen ist. Ja. Tolle Gegenspieler auch mit Seymour und verschiedenen, ja, Erzprimas und was wir da alles hatten. Und tolle Schauplätze natürlich auch. Ja, was soll man noch alles loben? Der Soundtrack auch wieder klasse. Und auch schöne Synchro, muss ich auch sagen. Der erste Teil mit Sprachausgabe hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dem Let's Play. Ich bin kein Spieler mit viel Skill, das tut mir leid. Und deshalb konnte ich euch da einfach spielerisch nicht mehr bieten. Aber ich hoffe, ich habe genügend Freiraum für die Story gelassen. Und mich würde natürlich interessieren, was ihr davon haltet. Auch und insbesondere, wenn ihr vorher diesen Teil noch nicht kanntet. Wie hat euch die Geschichte gefallen? Das Ende war natürlich traurig auf seine Art und zugleich auch ein Happy End. Ja, da interessiere ich mich immer dafür, wie ihr darüber denkt. Aber natürlich auch, wenn ihr den Teil schon kennt. Ist es euer Lieblingsteil der Reihe? Mögt ihr ihn vielleicht am wenigsten? Liegt irgendwo dazwischen? Lasst mir bitte eure Meinung da. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier Urheberrechtsprobleme mit dem Sound kriege. Ich hoffe nicht, denn ich würde jetzt einfach an dieser Stelle die Credits kommentarlos auslaufen lassen und bedanke mich fürs Zusehen. Was morgen an dieser Stelle kommt, kann ich euch noch nicht sagen. Ich weiß es noch nicht. Lasst euch überraschen. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen und tschüss.